zu präsentiert Der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Sie ziehen, wenn ich losmache. Nein! Tut mir leid. Meine Schuld, ich war noch nicht so weit. Ich war zu schnell. Nein, nein, alles richtig. Die Scheiben kommen aber auch zu schnell aus der Maschine. Willst du es mal versuchen? Nein, nein, erst will ich das Schießen probieren. Können Sie neu laden, Pamela? Nein, ich weiß nicht so recht. Sie kommen mir rein, ja? Soll ich mit? Ich bin selbst dazu in der Lage. Verbindlichsten Dank. Warten wir bitte erst mal einen Moment mit dem Laden. Sehen Sie, wenn ich also rufe los... Morgen Hastings. Herrlicher Tag. Morgen, General. Guten Morgen, Ladies. Morgen. Guten Morgen, Mr. Poirot. Bonjour, Kapitän Fowler. Guten Morgen, Mr. Poirot. Bonjour, Mademoiselle Morgan. Sie sind heute gut bei Stimme. Sagen Sie es Ihrem Captain Hastings, Mr. Poirot. Er hat uns alle animiert. Captain Hastings besitzt großes Talent darin. Ach, übrigens, der General war gestern ausgezeichnet mit der Rezitation von Swinburne. Oh ja, der General rezitiert Poesie mit militärischer Akribie. Vielleicht kann Ihre Nichte uns auch mit einem kleinen Gedicht heute Abend erfreuen. Oh, bestimmt wird sie es tun, Mr. Poirot. Bestimmt wird sie es tun. Entschuldigen Sie mich. Als damals mein Einziger in die Augen mir sah, Darling, wann sagst du mir ja? Sei mein Schatz immer da, mein Schatz immer da, du meine Göttin. John? John? Oh. Guten Morgen, Mr. Poirot. Madame Clapperton? Haben Sie John gesehen? Ja, er ist auf dem Vordeck, Madame. Oh, soll ich... Nicht nötig, Mr. Poirot. Ich habe Sie gestern gar nicht beim Dinner gesehen. No. Es war natürlich etwas stürmisch gestern Abend. So? No, ich bin zum Glück eine ausgezeichnete Seglerin. Nur eines darf ich nicht, mich zu sehr übernehmen. Ich lebe zu intensiv, falls Sie verstehen, was ich meine. Oh ja. Ja, offen gestanden. Ich habe mich als Mädchen im Krieg total ruiniert. Mein Hospital, Sie haben davon gehört, hoffe ich. Natürlich hatte ich auch Schwestern, Oberinnen und Pfleger. Aber ich habe das Ganze geleitet. Ihre Vitalität ist formidabel, Mann. Ich sei quicklebendig, sagten alle von mir. Aber im Ernst, Mr. Poirot, was wäre man, wenn man nicht quicklebendig wäre? Tot, Madame. Ich kannte eine Frau von der Sorte in Hyderabad. Die hat ihr Gift überall verspritzt. Ich weiß nicht recht. 87 war das. Um Gottes Willen, soll ich ersticken? Ist sie mit der Axt erschlagen worden? Nein. Als ich sie neulich sah, hatte sie den dritten Ehemann. Oh. Die Haltung ist das Wichtigste. Wenn Sie die Balance verlieren, reißen Sie das Ding herum und treffen den Mast. Oder Schlimmeres. Colonel Clapperton? Colonel? Ein ungemein soldatisch wirkender Mann. Soldatisch, sagen Sie? Er gehörte der Garde an, nicht wahr, General Forbes? Der Garde? Bevor der Krieg begonnen hatte, musste er sein Brot auf der Bühne eines Varietés verdienen. Nicht doch. Aber ja, auf einer Varietébühne. Als der Krieg begann, nahmen sie doch alle und jeden bei der Armee. Die Hunnen warfen eine Bombe. Was für ein Glück für ihn. Er verließ die Armee mit einer Fleischwunde. Und wie geriet er an Mrs. Clapperton? Mrs. Clapperton? Lady Pardew hieß sie damals. Wirklich? Er ist in ihrem Hospital gelandet. Hatte das was mit seiner Verwundung zu tun, oder wie? Ja, er war ja verwundet. Sie sollten sich sportlich betätigen, Miss Henderson. Zu viel Grübeln ist nicht gut für die Gesundheit, wissen Sie. Nun ja, ich weiß. Es tut mir leid. Meine Religion verbietet es mir leider um diese Jahreszeit. Das Grauenhafte an einer solchen Kreuzfahrt ist, dass man Abend für Abend Amateurdarbietungen über sich ergehen lassen muss. Oh, wir haben Spaß daran, nicht wahr, Molly? Was meinen Sie, Colonel Clapperton? John würde am liebsten stundenlang dieser furchtbaren Person zuhören. Was ihre Kunst angeht, so hat er nicht den geringsten Geschmack. Das stimmt. Mrs. Tolliver liebt die Kunst. Das mag ja ein kleiner Trost für Sie sein.
Wir freuen uns schon sehr darauf, morgen das Museum in Alexandria zu besuchen. John und ich werden kaum an Land gehen. Wir machen uns nichts aus Antiquitäten. Man muss in der Gegenwart leben, ist meine Devise. In meinem Haus ist nichts älter als höchstens 4 Jahre. Dann muss ich ja mein Auto nächstes Jahr verkaufen. Mein Auto. Um es richtig zu stellen. Natürlich, mein Herz, dein Auto. Schauen, wie wär's mit Bridge? Bridge. Bridge. Ja, Bridge. Kommen Sie, wir können in den Esstisch nehmen. Oh, können wir uns anschließen? Was ist mit Ihnen, Clapperton? Oh, John wird nicht spielen. Er findet es langweilig. Leider. Dann dürfen Sie sich anschließen. Wie war Ihr Name? Tolliver. Mrs. Tolliver. Und ich bin Ihr Ehemann, Mr. Tolliver. Welch ungewöhnliche Verbindung. Man bricht auf. Eine Entführung! Eine Entführung! Sie folgen uns jetzt. Das ist eine Entführung. Eine gewaltsame Entführung. Armen und... Sei nicht töricht, John. Du erkältest dich. Oh, mit uns aber nicht. Wir sind heißblütig. Na, jedenfalls gibt's einen tollen Mond. Bonsoir. Bonsoir. Sie müssen Ihrem Herrgott auf Knien dafür danken, dass Sie keine Kinder haben. Um die Wahrheit zu gestehen, Ma'am, wir haben Kinder. 2. Ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge. Mademoiselle, ich möchte Sie um Ihre Ansicht bitten über eine Feinheit in der Umgangssprache. Ich glaube nicht, dass ich dafür die Richtige bin. Mademoiselle, Sie sind viel zu bescheiden. Aber gut, vorhin hat Madame Clapperton gesagt, John wird nicht Bridge spielen. Wäre nicht kann nicht spielen angebrachter? Er will nicht und sie fasst es als persönliche Beleidigung auf, dass er nicht spielt. Der Mann ist verrückt, dass er sie überhaupt geheiratet hat. Oh, viele schreckliche Frauen haben treuergebende Männer. Ein ewiges Rätsel der Natur. Bestimmt wird das der Grund sein, warum der überall begehrte Captain Hastings noch nicht den Sprung in die Ehe gewagt hat. Den Sprung in die Ehe? Oh. Sie haben sich noch nicht fürs Tontaubenschießen eingetragen, Miss Henderson. Nein, ich weiß nicht, ob ich Talent dafür habe. Hastings, reden Sie mal von etwas anderem, nur einmal. Oh. Nein, nein, ich hätte liebend gern über das Tontaubenschießen gesprochen. Aber könnten wir es auf morgen verschieben? Ich muss noch ein paar Briefe beenden, um sie morgen in Alexandria aufzugeben. Gute Nacht, Mademoiselle Henderson. Gute Nacht. Gute Nacht, Miss Henderson. Gute Nacht. Oh, Hastings, Hastings. Was? Welchen Sinn hat es, dass ich Ihnen die charmantesten Damen vorstelle, wenn es für Sie kein anderes Thema als das Erschießen von Tontauben gibt? Aber wieso denn? Sie haben doch gehört, wie sie sagte, dass wir morgen darüber sprechen wollen. Nicht zeigen, bitte. Aber bitte merken, welche Karte es ist und wieder zurückstecken in das Päckchen. Sehr gut. So, und jetzt ein bisschen durchmischen. Ihre Karte. Tatsächlich? Das ist ja ein Wunder. Ich sehe, Sie spielen mit Vergnügen Karten, Monsieur, aber trotzdem mögen Sie Bridge nicht. Ich habe Gründe dafür, nicht Bridge zu spielen. So? Ich zeig's Ihnen. Setzen Sie sich doch. Spielen wir zum Spaß. Sie mischen bitte die Karten, Mr. Poirot. Gut. Voilà. Sie sehen, ein Mann, der seinem Partner und Gegenspieler jede Karte geben kann, die er will, der sollte sich lieber von jeder Partie Karten unter Freunden fernhalten. Wie haben Sie das nur angestellt? Vom Mogeln hat man nichts gemerkt. Ah, die schnelle Bewegung der Hände vermag das Auge zu täuschen. Sie könnten sich auf einer Bühne sehen lassen, Colonel Clapperton. Ja, vielleicht. Oh, ich kann es nicht abwarten. Sie kommen doch mit, nicht wahr? Sie wollen uns doch nicht allein von Bord gehen lassen, oder? Hey, Miss! Oh, Miss. Bitte gehen Sie weg! Echte Stücke aus den Gräbern der Pharaonen, Miss! Ich will keine Stücke von den Pharaonen! Weg hier, weg hier! Sie sehen ja, welche Gefahren uns hier drohen! Wirklich, Sie sollten den Hafenbummel nicht allein machen. Aber ich weiß nicht, ob meine Frau sich imstande fühlt... Ich meine, zu dumm! Sie könnte sich ja mal einen Ruhetag gönnen! Ja! Ich rede ein Wort mit meiner Frau. Oh, wir kommen mit Ihnen! Ja, wäre doch gelacht, wenn wir sie nicht überreden könnten. Henlein, ich bin's, John. Die Tür ist abgeschlossen. Ich möchte nicht von den Stewards gestört werden. Bonjour, Ladies. Wir wollen versuchen, dass er uns an Land begleitet. Ja, wir brauchen seinen Schutz. Wir lotsen ihn in die Kasper. Willst du nicht mit an Land kommen? Alles nur das nicht. Ich hatte eine fürchterliche Nacht. Ich werde im Bett bleiben, den ganzen Tag.
Würdest du mir dann erlauben, an Land zu gehen? Tu doch, was du willst, aber lass mich um Himmels Willen in Ruhe. Könnte ich nur schnell noch mal hinein, um meinen Bettdecker zu holen? Kommt nicht in Frage. Ich denke nicht daran, noch mal aus dem Bett zu steigen. Und nun gehe ich schon, John, und gönn mir meine Ruhe. Können wir jetzt losziehen? Aber haben Sie denn Ihren Pass mit? Ist immer in meiner Tasche. Geht's an Land, General Forbes? Ja, ja, höchstwahrscheinlich. Ich werde sehen. Bis dann also. Ich glaube, wir sollten die üblichen Touristenattraktionen meiden, soweit es geht, Port. Bon, bon, ich gebe mich in Ihre Hände, Hastings. Sehr vernünftig. Guten Morgen, Mr. Poirot. Ah, bonjour, Mademoiselle. Guten Morgen, Captain Hastings. Oh, ja, guten Morgen. Bleiben Sie so. Stillhalten. Genau. Sieht er nicht schneidig aus? Oh ja, in der Tat. Wissen Sie, er sieht aus wie jemand, der all seinen Mut zusammennimmt, um ein zweites Stück Kuchen zu bestellen. Augenblick, bitte. Mr. Poirot, haben Sie die Clappertons heute Morgen schon an Land gesehen? Na, ich glaube, Madame Clapperton bleibt heute in ihrer Kabine. Und was ist mit Colonel Clapperton? Lassen Sie mich nachdenken. Er ging von Bord. Ja, stimmt, er ging von Bord. Ich frage nur, weil wir gestern Abend davon sprachen, gemeinsam an Land zu gehen. Mr. Poirot, ja, sagen Sie, war Colonel Clapperton allein, als er von Bord ging? Ob er allein war? Da muss ich nachdenken. Vielleicht war auch jemand bei ihm. Miss Mooney und Miss Cregan vielleicht, wie? Ach ja, ja, die beiden Kinder, ja. Es sind keine Kinder mehr, Mr. Poirot. Nun ja. Auch ich bin Clarence. No. Oh, Entschuldigung. Monsieur und Madame Tolliver, welch angenehme Überraschung. Sind Sie allein? Oh ja, wir beide sind allein. Der reizende General Forbes hatte sich uns eine Weile angeschlossen, aber dann musste er wieder zurück. Er hat sich nicht wohlgefühlt, glaube ich. Scheißerei. Oliver. Wir wollten gerade etwas essen gehen. Würden Sie sich uns anschließen? Essen gehen? In einem einheimischen Restaurant? Ja und? Warum nicht, Molly? Lass es uns probieren. Was mich angeht, Poirot, ich glaube, ich gehe wieder zurück aufs Schiff. Oh, wollen Sie uns verlassen, Hastings? Ah, wissen Sie, da ist noch Verschiedenes zu erledigen. Wie Sie meinen. Monsieur und Madame Tolliver und ich, wir finden uns am Nachmittag auf dem Dann Schiff. Dann sollte General Forbes folgen. Er ist ein alter Hase in solchen Wettbewerben. Wir können das nicht mitten im Hafen von Alexandria veranstalten, Sir. Ich sehe nicht ein, warum das nicht geht. Hier schießen wir in Richtung der offenen See. Da liegen nicht viele auf Anker. Vor Anker? Vor? Ich bin sicher, der Hafenmeister wird uns einiges das erzählen, Das begann Sir. Schon in Indien, wissen Sie das? Wie meinten Sie? Es hat seinen Ursprung in Indien, das Tontaubenschießen. Ja, wirklich? Im 13. Jahrhundert, mit Pfeil und Bogen seinerzeit. Und sie hatten nicht so ein Katapult da. Da schafften die Burschen mit ihren enorm starken Armen. Adeline. Adeline. Adeline, mein Schatz. Adeline. Die Tür ist verschlossen. Haben Sie keinen Schlüssel? Nein, ich werde den Steward suchen. Ja. Ah, Poirot. Hey, Steward. Wir scheinen einige Probleme mit dem Tontaubenschießen zu bekommen. Tatsächlich? Es war ursprünglich geplant, dass es am 14. stattfindet. Aber wir legen bereits am 13. morgens in Haifa an. Und das ist einer der Häfen, wo wir gezwungen sind, an Land zu gehen und die Ruinen zu besuchen, während man das Schiff überholt. Danke. Dann bliebe nur noch der 15., der 16. und der 18. Am 17. geht es nicht, weil abends die Kapitänsparty stattfindet. Oh mein Gott! Fehlt hier irgendetwas, soweit Sie es schon feststellen konnten, Colonel Clapperton? Meine Frau, die hatte immer etwas Bargeld im zweiten Fach ihres Toilettentischchens aufbewahrt. Es fehlt offenbar. Wie viel war es denn? Zwischen 20 und 30 Pfund. Noch irgendetwas? Ihre Juwelen. Aber das waren nicht sehr viele. Das meiste befindet sich beim Kapitän im Safe. Vielleicht können Sie uns eine Beschreibung davon geben. Ich will es versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich genau an alles erinnere. Nur zu. Ich weiß, dass das Diadem, das sie gestern Abend getragen hat, fehlt. Was können Sie mir darüber sagen? Das gehörte nicht meiner Frau. Sind Sie völlig sicher? Völlig. Sie würde so etwas niemals tragen. Es fand sich auf dem Boden zwischen den Betten. Dann muss es dort jemand verloren haben. Würden Sie sagen, Ihre Frau hat Feinde gehabt? Ganz sicher nicht.
Colonel Clapperton, Sie waren mir sehr behilflich. Ich danke Ihnen vielmals. Darf ich Ihnen meine Anteilnahme aussprechen, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, Colonel? Danke, Kapitän. Es nützt nichts. Niemand kann mir Adeline wiedergeben. Großer Gott. Ermordet, General Forbes. Wie furchtbar. Stimmt es, Sie waren mit Madame Clapperton schon vor dieser Reise bekannt? Ich kannte Adeline schon als Lady Perdue. Und noch davor als Adeline French, da bin ich Adjutant ihres Herrn Vaters gewesen, 92. Sie war damals 7 Jahre alt. Ich war verliebt in sie jahrelang. Sie war früher nicht die exaltierte Frau wie zuletzt. Sie sollten sich nicht selbst belasten, Monsieur. Wie, ich belaste mich? Wieso das? Monsieur und Madame Tolliver sagten mir, Sie seien noch vor dem Lunch aufs Schiff zurückgekehrt. Ja, und wenn? Angeblich fühlten Sie sich nicht wohl. Nein. Ich gestehe ein, ich kam zurück, um mit Adeline zu reden. Wir hatten uns 17 Jahre nicht gesehen, seit dem Krieg. Das war, als Pardo starb. Ich glaubte, meine Chance gekommen, ich... Aber ich wagte es nicht. Ich respektierte ihre Trauer. Allerdings einen Mann wie Clapperton hielt das nicht ab. Sie kamen zurück aufs Schiff, um mit Madame Clapperton zu reden. Ja. Sagen Sie mir, was passierte, nachdem Sie aufs Schiff kamen? Nichts ist passiert. Ich ging zu ihrer Kabine und klopfte, aber sie antwortete nicht. Dann gab ich es auf. Und legte mich zu Bett. Nun, was sagen Sie, Mr. Poirot? Man kann die kleinen grauen Zellen nicht zwingen, Kapitän. Hat man schon den Souvenirhändler gefasst? Ja. Und einer von Ihnen hat Miss Henderson als Käuferin dieser Bernsteinkette wiedererkannt. Tatsächlich? Ja, bitte. Ja, Bates. Ich habe jetzt die Untersuchung der Leiche abgeschlossen, Sir. Und? Die Lady ist durch einen Messerstich in den oberen Thorax zu Tode gekommen. Gott, Bates, das alles wissen wir doch selbst. Ich bedauere es, Sir, aber ich habe nur einen Erste-Hilfe-Kursus absolviert. Um welche Zeit verstarb sie, Monsieur Bates? Das ist schwer zu sagen, Sir. Die Temperatur ist hier ziemlich hoch und da... Das war nicht gefragt, Bates. Was wir wissen wollen ist, um welche Zeit wurde Mrs. Clapperton getötet? Etwa um 10 Uhr morgens, Sir. 10, sagen Sie? Vielleicht auch früher oder später. Großartig. Hör schon auf, Kitty. Du konntest das auch alles nicht ahnen. Wer ist da? Ich bin es, Hercule Poirot. Schon gut, Kitty. Oh, hallo, Mr. Poirot. Bonsoir, Mademoiselle Cregan. Darf ich einen Augenblick eintreten, bitte? Wissen Sie... Ich möchte nur eine Frage stellen. Es ist bloß, weil Kitty mit ihrem Weinen so stört. Oh, mon Dieu. Sie beschuldigt sich selbst, wissen Sie? Naja, und mich. Wie kann sie sich selbst beschuldigen? Wir beide haben so viele schlimme Dinge über sie gesagt. Ach, meine liebe Mademoiselle Cregan. Wenn jeder Mann an Bord, der über Madame Clapperton schlimme Dinge gesagt hat, so viel Lärm machen würde wie ihre Freundin, wäre dieser Kahn eine Gefahr für die Schifffahrt. Ja, ja. Hast du das gehört? Oh. Und wie lautet nun Ihre Frage? Oh, sie ist wirklich ganz simpel. Sie beide verließen das Schiff heute Morgen gegen 9:30 in Begleitung von Colonel Clapperton, ja? Sie haben uns doch gesehen. Précisément. Jetzt möchte ich wissen, war Colonel Clapperton den ganzen Tag über in Ihrer Nähe, bis Sie gegen 4 Uhr auf das Schiff zurückkehrten? Ja, stimmt. Jede Minute des Tages. Ich glaub doch nicht etwa... Oh Gott! Oh. Jede Minute des Tages, sagen Sie? Jawohl, jede. Obgleich, Ja? Wir waren in einem Café zum Tee. Das war um 12. Ach. Und er, Colonel Clapperton, meine ich. Nun, der musste... Sie wissen schon, für ein paar Minuten. Ah, ich habe verstanden. Aber nur für ein paar Minuten, sagen Sie. Auf so etwas achtet man nicht. Gell, Chabuk, Chabuk. Gell.
Ich habe sie nicht umgebracht. Sie haben ihren Schmuck gestohlen. Ihren Schmuck? Sie war reich. Was macht es da schon aus? Kommen Sie, Monsieur Skinner. Madame Clapperton ist tot. Sie wurden von meinem Freund und Mitarbeiter Captain Hastings beim Versuch, den Schmuck zu verkaufen, ertappt. Sie haben zugegeben, dass Sie in Ihrer Kabine waren. Aber da liegte sie schon nicht mehr. Ich hätte das Zeug nicht nehmen sollen. Nicht, als ich sah, dass sie tot war. Den Ärger konnte ich mir sparen. Sie glauben dem? Ja, ich denke schon. Ja, ich auch. Also sind wir wieder bei den Souvenirhändlern. Warum verdächtigen Sie keinen der Passagiere, Hastings? Die Passagiere? Wen? Colonel Clapperton? Ein wasserdichtes Alibi. General Forbes? Was halten Sie von Madame Henderson? Im Ernst? Nein. Ich kann mir vorstellen, sie hat ein Motiv. Sie ist eine Dame, Poirot. Und Sie glauben, mon ami, eine Dame begeht keinen Mord? Sie lassen sich jedenfalls nicht erwischen. Madame Clapperton war bereits 5 Stunden tot, als man den Mord entdeckte. Ein kleiner Geldbetrag und Schmuck sind gestohlen worden. Eine Bernsteinkette lag auf dem Boden neben dem Bett. Die Tür war verschlossen und der Schlüssel nicht aufzufinden. Und das Fenster, das zum Oberdeck hinausgeht, war offen. Worauf wollen Sie hinaus? Madame Clapperton hatte die Tür von innen verschlossen. Wir hörten das ja noch von ihr selbst. Wenn Mrs. Clapperton die Tür zuschließen konnte, hat sie sie auch aufschließen können, nicht wahr? Präzise, völlig logisch. Was uns zu dem unvermeidlichen Schluss führt, dass Madame Clapperton die Tür öffnete, genau gesagt, für den Mörder. Nehmen Sie die Frage nicht übel. Sie haben sich doch gestern eine Bernsteinkette gekauft, ne? Ja, allerdings. Woher wissen Sie das? Der Kapitän hat es erwähnt. Er hat es zufällig gesehen. Dürfte ich einen Blick darauf werfen? Ich habe sie leider verloren. Sie ist mir irgendwo zu Boden gefallen. Vielleicht an Land. Ich habe keine Ahnung. Ja. Mag sein. Sicher. Ich hielt Mrs. Clapperton für eine sehr unangenehme Person. Es gab niemanden an Bord, der sie wirklich leiden konnte. Aber trotzdem, wer hätte einen Grund, sie zu töten? Mademoiselle, es ist die Meinung sämtlicher Passagiere des Schiffes, dass Colonel Clapperton sehr wohl einen Grund gehabt hätte, sie mit einer Axt zu erschlagen. Das war ein Ausdruck, der mir wiederholt zu Ohren kam. Aber er hat ein Alibi. Er war den ganzen Tag mit den beiden Mädchen an Land und ist erst um 4 Uhr nachmittags mit ihnen auf das Schiff zurückgekehrt. Aber um diese Zeit war Madame Clapperton seit vielen Stunden nicht mehr im Leben. Es scheint mir, damit haben wir als Verdächtigen nur General Forbes. Bonsoir, Mademoiselle Morgan. Ich hätte gerne Ihre Nichte um einen Gefallen gebeten. Unsere Nichte? Ich möchte mir von dir etwas ausborgen, wenn ich darf. Ladies and Gentlemen, heute Abend bringe ich Ihnen eine Auswahl des Werken unseres Nationaldichters, Mr. Rudyard Kipling. Am Anfang steht The Ladies. Ich war verdammt, dem Genuss nachzujagen und durchquerte die Welt bis zum Pol. Ich brauchte keine zu fragen. In meinem Arm fühlte jede sich wohl. Ich verführte trauernde Witwen, verführte die Damen aus Prome. Die Lieblingsfrau des Scheichs war dabei. Ich vergaß nicht die Nonnen im Dom. Einen Augenblick, Mr. Russell. Gut, ich verstehe. Doch nun ist zu Ende mit den Ladies. Ich habe sie alle geliebt. Ich habe etwas bekannt zu geben, wenn Sie so freundlich wären und sich setzen. Kommen Sie in unsere Mitte, Mr. Russell. Ladies and Gentlemen, Sie kennen die Tragödie, die sich gestern ereignete. Und ich bin sicher, dass Sie alle gewillt sind, dabei mitzuhelfen, den Verbrecher zur Strecke zu bringen. Glücklicherweise befindet sich unter den Passagieren an Bord Mr. Hercule Poirot. Und wie Sie wissen, verfügt er über einen gründlichen Erfahrungsschatz in dieser Materie. Ich darf Sie bitten, seinen Ausführungen aufmerksam zuzuhören. Mr. Poirot. Merci beaucoup, Kapitän Fowler. Mesdames, Messieurs. Was ich jetzt zu tun gedenke, wird Sie etwas überraschen. Es wird Ihnen sicher exzentrisch erscheinen, vielleicht sogar verrückt. Aha, werden Sie sagen, der kleine belgische Detektiv ist allmählich völlig übergeschnappt, hein? Aber ich kann Ihnen versichern, hinter meinem Wahnsinn steckt, wie Ihr Engländer sagt, Methode. Voilà, ein Reisekoffer. Das ist ja nun der Gipfel, werden Sie sagen.
Nichts ist banaler als so ein Koffer, ja? Und Sie haben recht. Ausgenommen, es befindet sich im Koffer ein interessanter Inhalt. Das ist ja eine Puppe. Ja, eine Puppe. Außerdem ist diese Puppe ein ganz unentbehrlicher Zeuge. Sie kennt die Umstände des Mordes an Madame Clapperton. Aber wie kann die Puppe uns sagen, was sie weiß, hä? Aber das Ungewöhnliche ist, dass sie auch sprechen kann. Sie haben noch nie eine Puppe gehört, die spricht? Aber gewiss haben sie das. Alles, was wir tun müssen, ist, die Puppe vorsichtig wieder in den Koffer zu legen. Dort können wir sie nicht mehr sehen. Sie möchte nicht gern gesehen werden, unsere kleine Lady. Willst du lieber gesehen werden? Nein. Ach, nun, kannst du uns etwas erzählen über den Tod von Madame Clapperton? Wer ist denn da? John? Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Ich möchte nicht von den Stuarts gestört werden. Ich möchte nicht von den Stuarts gestört werden. Bringt ihn in meine Kabine. Ladies and Gentlemen, ich danke Ihnen. Sie können den Raum verlassen. Sie waren es, General, der mir den entscheidenden Hinweis gab, als Sie seine Tätigkeit am Varieté erwähnten. Ich überlegte, angestrengt. Und schließlich, am Abend vor dem Verbrechen, versuchte Colonel Clapperton, uns auf eine falsche Fährte zu führen. Er wollte uns glauben machen, dass er Kartenkünstler gewesen sei. Damit keiner von uns auf den Gedanken verfällt, dass er in Wirklichkeit ein Bauchredner war. Und diese Fähigkeit hat er benutzt, dass er Mrs. Clappertons Stimme vor der Kabinentür nachahmte. Präzis, Ma. Aber tatsächlich war sie zu der Zeit bereits tot. Bitte entschuldigen Sie. Was war mit der Kette auf dem Fußboden? Gehörte sie Miss Henderson? No. Sie wurde dahin praktiziert, um den Verdacht auf die Souvenirhändler zu lenken. Aber dass er dadurch auf einen Menschen fiel, der Clapperton aufrichtig geliebt hat, war grausame Ironie. Wann fiel Ihr Verdacht auf ihn? Seine Selbstbeherrschung war zu perfekt. Wie unausstehlich sich seine Frau auch gab, es schien ihn niemals besonders zu berühren. Das heißt, er hatte sich so daran gewöhnt, dass es ihn einfach kalt ließ. Oder aber, er hat gewusst, dass seine Sklaverei bald vorbei ist. Es war ein hinterhältiger Trick, den Sie angewandt haben, Mr. Poirot. Ich kann einen Mord nicht billigen. Mademoiselle? Hör mal zu, präsentiert der Belgier. Ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe.